Die Wurzeln der Marke Sandschuhn liegen wie bei vielen Naturkostfirmen, die heute im Markt sind, in den 70er Jahren. In den 70er Jahren haben wir eine Lebensmittelkooperative zur Selbstversorgung gegründet, weil es überhaupt keine Strukturen der Verteilung gab. Aus dieser Selbstversorgungsnummer ist dann 1987 die Gründung des Petersilchens hervorgegangen. Das war ein Bioladen in Detmold, der heute noch besteht und als Biosupermarkt im Markt ist. In den 80er Jahren habe ich Matthias Remtisch kennengelernt, der als Koch weltweit unterwegs war und in Hameln ein Vollwertrestaurant betrieb, was damals eine sehr große Seltenheit war. Wir haben gemeinsam dann in der ersten Hälfte der 90er Jahre die Idee entwickelt, Brotaufstriche und andere Naturkostprodukte in einer neuen Qualität zu entwickeln, was 1995 in der ersten Produktion der Sandschon-Produkte gemündet ist. Der Name Sandschon ist dem bäuerlichen Genussmenschen und Knappen des Don Quixote Sancho Panza entliehen. Sancho Panza wird immer mit einem Esel an seiner Seite beschrieben. Und Matthias Remtisch hatte zu Hause zwei wunderbare Esel auf der Wiese stehen, die uns immer inspiriert haben, wenn wir über das Projekt geredet haben. Und wir finden es ganz klasse, dass noch heute zwei katalanische Riesenesel als Markenbotschafter für Sanchon in unserer Obhut sind. Als 1995 die ersten Sanchon Brotaufstriche produziert wurden, waren wir mit großer Freude dabei, die wir uns übrigens bis heute bewahren konnten. Und das macht uns alle sehr, sehr glücklich, dass wir so miteinander arbeiten können. Eine andere wichtige Sache war, dass wir ein 100%iger Biobetrieb sind und dass für uns letztendlich das Einstiegskriterium ist, um gute Lebensmittel produzieren zu können. Nach den Brotaufstrichen entwickelte sich unser Produktportfolio weiter. Es kamen Grillsoßen dazu, es kamen Chutneys dazu, Currypasten. Und unser Qualitätsanspruch an die Rohwaren war immer so hoch, dass sobald wir merkten, wir können so nicht authentisch produzieren, mussten wir uns was einfallen lassen, wie können wir da hinkommen. Da gab es bei den thailändischen Currypasten zum Beispiel das Problem, dass drei Rohwaren einfach nicht verfügbar waren in einer Qualität, wo man sagen kann, das ist etwas Thailändisches und nicht etwas Eingedeutschtes. Und so haben wir halt auch ein Anbauprojekt in Thailand, im Isan, im Nordosten von Thailand, mit einer Familie ins Leben gerufen. Wir sind mittlerweile eng freundschaftlich miteinander verbunden und produzieren hier am Standort Steinheim in authentischer thailändischer Qualität. Das ist ein wunderbares Gefühl und das macht uns allen richtig Spaß. Alle Sanchon-Produkte werden am Standort Steinheim in vegetarischer und teilweise veganer Qualität entwickelt und produziert. Sanchon ist eine Marke der Petersilchen GmbH. Die Petersilchen GmbH mit Sitz in Steinheim ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Alle Inhaber haben ihr ganzes Berufsleben schon im Biobereich gearbeitet und sind darüber hinaus auch privat, stehen sie absolut hinter dem Biogedanken, was eine sehr, sehr schöne Sache und für uns auch sehr wichtig ist. Wir arbeiten hier bei der Petersilchen GmbH mit ca. 60 Mitarbeitern, sowohl Verwaltung und Produktion zusammengenommen. Wir haben die Produktion so aufgestellt, dass wir die vorbereitenden Prozesse sehr handwerklich organisiert haben. Das heißt zum Beispiel, wir räuchern Zwiebeln, wir braten Gemüse, wir wiegen per Hand ab. Sobald diese Schritte geschehen sind und das Produkt als Zutat gemischt worden ist, arbeiten wir mit hochmodernen Anlagen, wo die Gläser, sobald sie in die Linie eingebracht werden, automatisch befüllt werden, verschlossen werden, gekühlt werden und auch automatisch verpackt werden, bis sie dann als fertig geschlossener Karton auf die Palette gesetzt werden. Neben einem ausgezeichneten Geschmack ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, dass wir eine Produktqualität herstellen, die immer gleich ist. Das heißt, wir haben einen Standard, von dem wir natürlich in puncto Geschmack, Konsistenz nicht großartig nach links oder rechts abweichen dürfen. Dafür haben wir gewisse Kontrollinstitutionen im Unternehmen. Wir haben eine mit mehreren Personen besetzte Qualitätssicherung, die täglich den Prozess der Produktion begleitet und auch überwacht. Und am Folgetag sämtliche Produktionen, die am Vortag gelaufen sind, sensorisch überprüft und auch nach physikalisch-chemischen Eckdaten kontrolliert, um dann erst letztendlich das Produkt für den Versand freizugeben.
Um unseren Qualitätsstandard zu halten, haben wir natürlich neben allen internen Prozessen auch eine Sicht von außen. Das heißt, wir werden jährlich durch externe Auditoren kontrolliert, die unser ganzes Qualitätssicherungssystem auf den Prüfstand stellen und eventuelle Schwachpunkte abdecken bzw. verbessern und uns auch immer auf dem aktuellsten Stand einer modernen und zeitgemäßen Qualitätssicherung zu bringen. Sunshine ist eine Naturkost-Fachhandelsmarke. Sunshine findet man in Bio-Supermärkten und im klassischen Naturkost-Fachgeschäft.